So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Episode haben wir, soweit ich mich erinnern kann, den Titanen geschlagen. Und wir hatten ein paar Tonprobleme in den letzten Episoden. Das sollte jetzt wieder behoben worden sein. Und der liebe Darts-Fan hat uns ein paar Hinweise gegeben, denen wir nachkommen sollen. Und zwar sollen wir zu König Dore fahren, hat er gemeint. Oh Link, es ist gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wir haben ungeduldig auf dich gewartet. Der Regen hat aufgehört, als wäre er nur ein böser Traum gewesen. Somit ist unser Dorf nicht länger in Gefahr. Und auch der Rest von Hyrule ist jetzt nicht mehr von einer Überflutung bedroht. Weil du den Wassertitan besänftigt hast, ist das Dorf der Soras gerettet. Du hast mehr vollbracht, als wir zu hoffen gewagt hatten. Im Namen unseres Volkes möchten wir dir danken. Link. Ah ne, das ist der andere. Link! Ich bereue, dass ich zu hart zu dir war. Mipha war dir alles andere als egal. Das ist mir jetzt klar geworden. Im Namen des ganzen Senates sollte ich mich bei dir bedanken. Wir haben euch Hylianna zu Unrecht verurteilt. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Link. Erlaube uns zum Dank eine Belohnung zu überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Schatztruhe an dich. Darin befindet sich ein Andenken an Mipha, ein Gegenstand, der ihr lieb und teuer war. Als ein Zeichen unserer Freundschaft möchten wir, dass du ihn von nun an verwendest. Halte ihn in Ehren. Übrigens, Link, wo ist eigentlich das heilige Bandschwert? Du hast das doch gar nicht, oder? Ne? Also dein Verdächtnis hast du verloren, aber das Bandschwert? Du kannst dich nicht mal ans Bandschwert erinnern. Digi, was ist denn los? Also du warst der Einzige der Recken, der dieses Schwert führen konnte. Sicher hast du es deinen langen Schlaf überdauert und wartet irgendwo auf die Rückkehr seines Besitzers. Link, im Namen aller Soras danken wir dir für das, was du hier verrichtet hast. Und du, Sidon? Als dein Vater sind wir von großem Stolz erfüllt, dass du an Links Seite mit dem Titan gerungen hast. Du hast dich zu einem guten Sora entwickelt. Eines Tages wirst du ein würdiger Nachfolger für uns werden. Vater? Der Dauerregen hat ein Ende und der Titan ist zurückgekehrt. Es gibt einiges zu feiern. Link, das war spitze! Ja, war schon ganz gut, ne? Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Du hast unser Dorf vor der Auslöschung bewahrt. Dankbarer könnte ich dir gar nicht sein. Du bist wirklich einsame Spitze. Ja, alle rasten aus. Ja, Party! Beziehungsweise 2, 3 Animationen. Egal. Gut. Danke für den Hinweis nochmal. Ich glaube, hätte ich die Truhe vergessen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, das ist auf jeden Fall die Lichtschuppenlanze, Stärke 22. Die einzigartige Waffe der großen Mipha. Für ihre Heilkräfte ist Mipha berühmt, aber dass sie auch eine erstklassige Lanzenkämpferin war, ist weniger bekannt. Muss sie auch ehrlich gesagt, also erstmal hier, ne? Vielen lieben Dank, Dorefan. Dankeschön für das Geschenk. Muss sie aber auch gewesen sein, weil eine Waffe mit Stärke 22... Wenn man damit irgendwie gut umgehen kann, dann muss das schon an dem eigenen Skill liegen, ne? So, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt... Gut, Glück gehabt. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wo wir hin wollten. Wollten wir hier rüber oder warum habe ich mir das markiert? Wollten wir da rüber und dann hier auf die Ranell-Spitze? Da hat mir der Darts-Fan auch gemeint, dass ich da nochmal hingehen soll. Hier ist auch noch irgendwas markiert. Und ich sollte auch nochmal zurück nach Kakariko, meinte der liebe Darts-Fan. Und wenn der das meint, dann machen wir das auch. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt aber mal an. Das schöne Leuenschwert. Habe ich nicht irgendwas Billigeres dabei? Bergspalter, na, den möchte ich auch nicht nehmen. Naja gut, komm. Sei es drum. Dann würde ich sagen, wir peilen jetzt einfach erstmal dieses rote Licht an auf der Karte.
Wie auch immer ich da jetzt am besten hinkomme. Kann ich mich da irgendwie teleportieren? Natürlich nicht. Pferd ist wahrscheinlich auch nicht in der Nähe. Seit langem nicht. Wo habe ich das eigentlich zurückgelassen? Ist das in einem Stall? Nö, das chillt hier einfach. Blackie. Dann würde ich sagen, wir machen was anderes. Wir teleportieren uns jetzt zurück zu Blackie und reiten dahin. Zu diesem roten Schimmer da irgendwo auf der Karte, weil, ist halt einfach so, weil. Und das heilige Bandschwert wurde angesprochen, ja, das müssen wir auch mal finden, so langsam. Denn ich erinnere mich, wenn ich mich nicht falsch erinnere zumindest, müsste das heilige Bandschwert ungefähr da sein, wo auch Maronus auf uns wartet. So viel kann ich schon mal spoilern, also... Wenn wir mal wieder größere Taschen haben wollen, was schon echt mal langsam ganz praktisch wäre, weil wir haben halt auch diese ganzen Krogsamen. Warte mal, wo sind die nochmal? Hier, ne? Die sind irgendwo hier. 47 Krogsamen haben wir, ey. Das ist halt auch eine ganz schöne Menge. Und es bringt uns ja nichts, wenn wir die hier horten und nichts damit tun. Ach ja, ich erinnere mich. Hier haben wir das Pferd zurückgelassen, weil es zu gefährlich wurde. Gut. Hallo, Blackie. Ich bin wieder da. Freust du dich? Ja, sieht ja gut aus. Was ist denn los mit dir? Okay. Interessant. Gut. Dann, wo müssen wir da lang? Wir müssen nach rechts, nach rechts, nach rechts. Also eigentlich die ganze Zeit nur rechts. Das ist ja einfach. Oder wollen wir da vorne noch dieses komische Gedöns da uns angucken, wenn wir schon mal da sind? Ja, komm. Das rote Licht haben wir ja... Ne, haben wir ja. So. Dann kriegst du für deine Wartezeit als Entschädigung einen leckeren Apfel. Gar köstlich, nicht wahr? Und wir schauen uns mal hier um. Ja, mit dem Schild bestimmt, ey. Ich find's krass, dass die neuen Sachen so mega... Ja, guck mal, ey. Das ist echt nichts Besonderes, ne? 24 gerade mal. Das ist echt nichts Besonderes. Das muss man einfach so sagen, leider. So. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Ich erinnere mich, dass hier viele Monster waren, aber auch ein paar Kisten. Deshalb sollten wir sowohl so als auch so auf der Hut sein. Oder täusche ich mich? Ah, da drüben geht's doch schon los. Und da vorne war auch schon der erste... Ah! Da ist ein Turm. Gut. Wo ist der jetzt? Hier drüben. Ach, das ist das Gebiet hier oben. Gehen wir da vielleicht als nächstes hin? Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass wir eher hier hingehen, aber... Ja, von den Punkten her... Von den Punkten her wäre es am besten, wir würden einfach nach Kakariko gehen. Einmal durch den Sumpf. Dann sind wir ja schon da. Dann gehen wir am besten als erstes nach Kakariko als nächstes. Schreibt mir jetzt am besten nochmal in die Kommentare, weil ich werde es vergessen. Ich weiß es. Ich mache das nicht mit böser Absicht, aber ich weiß, dass ich es vergessen werde. So, Batsch, du gehst weg. So, drüben der Exalfoss, der dreht schon Dosch. Das heißt, wir verziehen uns mal so ein bisschen. Ich komme hier nicht rüber. Ach komm, ey. Gut. So, was ist hier drin? Ein Opal. Hm. Oh je. Hat uns entdeckt. Bam. Was? Das war's schon? Okay, das ist krass. Haben wir das hier schon... Haben wir noch nicht fotografiert? Da ist ja der Wahnsinn. Stachelbockstock. Haben wir noch nie fotografiert. Siehst du mal. So, da drüben ist noch eine Kiste. Ach, was mache ich denn? Ist hier vielleicht noch irgendwo einer Meeresgrund? Ich sehe erstmal keine. Muss aber nichts heißen. Ich habe leider nichts mehr so wirklich dafür, die Kisten, um die zu zerschmettern. 10 Holzpfeile. Das lohnt sich. Ich habe leider nicht mehr so wirklich was da, um diese Kisten kaputt zu machen. Weil leider dieses Leuenschwert kann zwar angeblich... Was kann das alles machen? Das steht doch hier irgendwo, ne? Weniger zum Schneiden als zum Zerschmettern von Gegnern gedacht. Ach ja, Ah ja, mit Mühe zu schwingen ist es aber sehr stark. Aber so Holzkisten sind offenbar stärker, ne? War hier nicht gerade noch ein zweiter? Ja, okay, tschüss.
Dann halt kein Kampf, so. Ich bin da nicht unbedingt scharf drauf. Hi. Naja, ich weiß nicht, ey. So ganz schwach ist es schon nicht, aber auch nicht so wirklich stark. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. So, da sind noch die Octorok-Ballons. Aber natürlich geht es auch da drüben noch weiter. Machen wir es jetzt einfach mal so. So, und so. Jo, das hat doch gut geklappt. Ja, gehen wir mal den normalen Weg. Da drüben geht es wieder aufs Festland. So groß ist das hier vielleicht gar nicht. Ach, guck mal, da waren wir schon. So, so viel zu dir. Mist. Und hier ist tatsächlich eine Kiste. Nice. Dann mal nix wie hoch mit dir. Eine Soldatenlanze Stärke 9. Oh Gott. Früher Standardausrüstung der Palastwachen von Hyrule. Es braucht viel Übung, um sie effektiv einzusetzen, aber dafür ist sie robust und unbrennbar. Man hört meine Begeisterung schon an. Aber auf der anderen Seite ist das Leuenschwert halt auch kacke. Und außerdem gleich kaputt. Also tschüss. Dann nehmen wir halt diese komische Lanze und versuchen uns damit jetzt so ein bisschen durch die Welt zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht hat sie ja... fotografiert haben wir sie auch schon. Schade. Das heißt, sie hat einfach gar keinen Zweck. Naja. Was willst du machen? So, jetzt gucke ich nochmal hier ganz kurz, ob hier nicht irgendwo noch eine Kiste ist. Aber erstmal sehe ich keine. Ja, und weiter müssen wir auch nicht in diese Richtung, weil da oben ist ja dann... Ne, da geht es jetzt zu dem Turm und da waren wir ja schon. Von daher war es ein Quatsch. So, hier wäre so ein Versteckungsdingens. Aber mit Versteckungsdingens meine ich natürlich ein... da ist ein Lagerfeuer. Da würde ich ganz gerne kampieren, ehrlich gesagt. Und hier ist ein Hinox. Tatsache. Wollen wir den gerade noch kloppen? Weil wir können das bestimmt. Das ist nur ein schwarzer, ein roter. Wir haben ja, glaube ich, schon mal einen schwarzen oder einen blauen gekloppt. Von daher sollte das jetzt nicht die Herausforderung darstellen. Dann gehen wir mal kurz auf die Hand. Und dann mit unserer ultra starken... Können wir die jetzt wegwerfen eigentlich? Oder wacht er davon auf? Nee, tut er nicht. Ich würde ganz gerne hoch. Weil da sind ja noch andere Waffen an seinem Hals. Zum Beispiel dieses Schwert, das da so schön glänzt. Er wacht auf. Ist das dein Ernst? Na gut, dann nehmen wir halt doch diese Waffe. Hi. Guten Morgen. Wollte ich nicht wecken, sorry. Du kannst mir die Waffen eigentlich auch so geben. Das wäre auch kein Ding. Dann leicht ich pennen. Aber darauf hat er ja leider keine Lust. Dann nehme ich mal hier auch den Billo-Bogen. Buff. Buffalo Soldier. Jo, ich habe was bekommen. Soldatenschwert. Nice. Alter. Kann sich Link vielleicht mal in die Richtung vom Gegner drehen und nicht von ihm weg? Ah, ich glaube, das hier führt zu nichts. Ich muss ihn mit einem Pfeil angreifen. Au, diese dummen... Ich werfe einen Baumstamm auf dich, du Arsch. Ey, Mann! Warum macht er das? So, okay. Wir heilen uns wieder hoch. Kein Ding. Buff. Buffalo Soldier. Danke, Kamera. Für nix. Holzbündel. Ach, das war der Baumstamm jetzt, oder was? Ah, nein. Nein. So, haben wir ihn nochmal erwischt. Beim nächsten Mal versuche ich mal, diesen Zweihänder zu bekommen. Und
Und zwar jetzt. Jo. Oh, da ist eine Fee. Oh, nein, ich habe sie nicht bekommen. Nein. Aber wir haben hier Mifa. Mifa ist ja auch eine Fee. Also so, prinzipiell. Du bist ganz schön doof. Ach, jetzt hält er doch mal seine Augen zu. Schön. Sein Auge, natürlich, es ist ja nur eins. Aber ich muss ja eigentlich nicht mal das Auge treffen, um Schaden zu machen. Oh, das war knapp. Mist. Jetzt kommen hier noch Fledermäuse. Ich halte es im Kopf nicht aus. Oh, danke. Das wäre gar nicht nötig gewesen. So, und auf den Fuß. Au, 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 der arme Fuß. Oh nein. Tja, okay. Das war's mit dem, na, wie heißen die? Hinox, habe ich vorhin Ivarok gesagt? Ich hoffe nicht. Irgendwie jetzt gerade Angst, dass ich vorhin Ivarok gesagt habe. Oh, hier kann man noch Sachen machen. Schwertbanane. Schön. Dann Rüstungskürbis. Haben wir auch noch nie fotografiert. Sind auch hier wunderschöne Fotos auf jeden Fall. Kennt man sehr gut, worum es sich handelt. Gut. Nehmen wir den ganzen Kram hier wieder auf. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Jo, ein Hinox weniger. Soldatenbogen. Was haben wir da momentan? Das ist so ein dummer Gedöns hier. Nehmen wir mal den Soldatenbogen. Oh ja, der ist stärker. Sehr schön. Und ruf mal unser kleines Pferdchen. Blacky. Hört ihr uns von hier aus? Krogfächer. Sollen wir mal einen Krogfächer mitnehmen? Seht ihr? Und genau das sind so diese Dinger. Wenn ich jetzt den Krogfächer mitnehmen möchte oder wollen würde, dann müsste ich schon wieder Sachen wegwerfen. Und deshalb müssen wir unbedingt Maronus finden. Ganz unbedingt. Das wäre wirklich jetzt die oberste Priorität, wenn ich ehrlich bin. So, das heißt, wohin wollen wir als nächstes gehen? Richtung Grün. Gut. Also Richtung Kakariko. Und dann den Turm da hinten vielleicht als nächstes in Angriff nehmen. Ah, da kommt doch Blacky schon. Sehr schön. Komm, du schaffst das. Hallo, heute noch? Danke. Ja, toll. Ich wollte eigentlich so cool aufsteigen, so aufspringen. Während des Galopps, aber es hat ja nicht geklappt. Na gut. Dann reiten wir einmal durch den Sumpf. Da vorne ist ein Schrein, oder? Das sieht mir sehr nach einem Schrein aus. Ja. Ist auch einer. So. Interessantes Sumpfgebiet hier. Mit diesen komischen lila Kühen. Oder Ochsen oder was auch immer. Soll ich da mal hochklettern? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Das sind ja manchmal dann doch Kisten drauf. Ja, das hat ja gut geklappt. So, danke. Und hops. Und hops. Und hops. Das werden wir schon schaffen, oder? Jetzt haben wir gar nicht das Klettertuch angezogen. Aber das kriegt Link auch so hin. Und ist hier wenigstens was drauf? Ja, oh, ein Glück. Ich hatte jetzt schon Angst, es wäre nur eine Aussichtsplattform. 5 Bombenpfeile. Jo, hat sich doch gelohnt. Ja, und dann würde ich sagen, mit diesem Blick, da hinten ist noch ein Stall samt läuft da eine Musik im Hintergrund? Klang gerade irgendwie so. Da hinten ist noch ein Stall samt Schrein. Da hinten ist dieses komische Flieg-Ding. Wahrscheinlich auch ein Titan, nehme ich mal an. Und da ist das Schloss. Ja, unschwer nicht zu erkennen. Und da ist noch ein Schrein. Also wir haben noch einiges zu tun hier, ist ja logisch, in dieser Welt. Wobei wir auch schon einiges geschafft haben. Das muss man ja mal sagen. Zum Beispiel diesen Regenbogen. Und mit Blick auf diesen Regenbogen. Ne, ist total unspannend. Oder? Da hinten ist auch noch ein Turm. Eieiei. Also mit Blick auf diesen Regenbogen machen wir es mal so. Oder ist das hier schöner, diese Aussicht? Aufs Land. Nee.
Mit Blick auf diesen Regenbogen in diesem Fall verabschiede ich mich von euch, von der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und beim nächsten Mal geht's dann in Richtung Kakariko. Das ist zumindest der Plan. Aber schreibt es mir wirklich nochmal in die Kommentare, nicht, dass ich das vergesse bis dahin. Also, danke fürs Zuschauen, wie gesagt, und ciao.